Wir haben uns Gedanken zum Thema Sicherheit im Van gemacht und ob Bosch Spexor wirklich das Gelbe vom Ei ist, das erfährst du in diesem Video. Das Thema Sicherheit im Van ist ein viel diskutiertes Thema und auch wir haben uns Gedanken dazu gemacht und wollen dir zeigen, wie wir uns schützen und welche Gedanken wir uns zum Thema Sicherheit allgemein, wenn wir im Van unterwegs sind und darin auch Leben gemacht haben. Also ganz vornherein, es ist immer wieder das Thema Gasangriffe, schwappt immer und überall wieder hoch. Dazu können wir nichts sagen, wir haben das noch nie erlebt, wir kennen auch niemanden, dem das passiert ist. Könnten uns dagegen auch nicht wirklich schützen, hoffen einfach, dass das so nie vorkommen soll. Was wir aber gemacht haben, ist, wir haben uns verschiedene Sicherheitsvorkehrungen für unseren Van überlegt. Auf der einen Seite Diebstahlschutz, Einbruchschutz, wenn wir nicht im Van sind. Wir haben uns Gedanken zu einer Alarmanlage gemacht und wie wir das am einfachsten handeln können. Und ebenfalls auch, wie schützen wir uns, wenn wir im Van drin sind und welche Strategien haben wir, wenn wir frei stehen. So, der mechanische Schutz gegen Diebstahl, dafür haben wir uns im Internet schlau gemacht und wir haben von Camper Protect auf der Webseite da verschiedene Sicherheitsvorkehrungen bestellt. Ganz neu jetzt haben wir diese OBD-Sperre uns noch geleistet, womit wir die diese OBD-Schnittstelle sichern können, damit unser Fahrzeug, sollte es aufgebrochen werden, nicht so einfach kurzgeschlossen werden kann. Das werde ich dann mal noch montieren. Momentan kann ich es nicht, weil ich noch zur Werkstatt muss und die natürlich wieder an diese OBD-Sperre ran müssen. Darum mache ich das jetzt noch nicht, aber wir haben es auf jeden Fall für die nächste längere Reise haben wir das bereits mal bestellt. Dann haben wir uns ganz hinten im Van ebenfalls von Camper Protect mal da aufs Bett hoch. Haben wir uns hier hinter Patricias Makramee solche Sicherheits solche Sicherheitsdinge da geholt und hier können wir einfach mit einem großen Schloss, wenn wir irgendwie weggehen oder so, können wir das da hinten schließen und wenn jemand von außen dann die Türe aufmachen will, dann hält das dieser Schutz hier super gut. Das ist hier hinten mit zwei einfachen Schrauben hinter der Armaflex Isolation ist das Ganze abgedichtet. Also angeschraubt und mit Armaflex wieder winterfest gemacht, damit es nicht reinzieht. Und ja, das ist echt eine super Hemmschwelle für irgendjemanden, der einbrechen will. Es ist aber auch relativ mühsam, wenn man es vergisst, halt morgens rauszunehmen und dann mal eben kurz die Tür hinten aufmachen will, dann funktioniert das natürlich nicht, weil diese Sperre dann natürlich sperrt. Und ja, dann darf jemand wieder aufs Bett hochkraxeln und das Schloss da entfernen, aber Sicherheit geht nun mal einfach vor. Und wenn wir schon gerade da hinten beim Bett im Van sind, unser Schlüssel hängt immer direkt neben dem Bett. Einfach so, dass in case of an emergency wir den eigentlich nur schnappen können und losfahren können. Ebenfalls handhaben wir das auch so, dass wir immer, wenn wir frei stehen, zumindest den Fahrersitz wieder in Fahrtrichtung stellen. Da alles weggeräumt haben, dass man einfach schnell auf dem Fahrersitz wäre und in so einer Notsituation auch mal einfach fliehen könnte. Ist uns noch nie passiert, wirklich noch gar nie. Wir haben für Freistehen einfach für uns beide ausgemacht, wir hören extrem aufs Bauchgefühl. Wenn wir irgendwo unterwegs sind und nur eine von beiden ein ganz leises Gefühl von Unsicherheit beschleicht, dann haben wir miteinander ausgemacht, dass wir zusammenräumen und einen anderen Stellplatz suchen. Ist auch schon zwei, dreimal vorgekommen in Griechenland, einmal in Kroatien, wo wir uns einfach nicht sicher gefühlt haben. Und wir diskutieren auch nicht. Es reicht, wenn einer sagt, hier passt es mir irgendwie nicht, dann räumen wir zusammen. Es gibt so viele schöne Plätze, dass wir da dann uns einfach einen anderen suchen, wo wir uns sicher fühlen können. Wir sind gerade auf dem Stellplatz und es ist Winter draußen, darum haben wir da unsere Wärmeschutzschilder montiert. Aber als zusätzlichen Einbruchschutz, um die Fahrertür und Beifahrertür zu sichern,
haben wir uns für eine dicke, massive Kette entschieden. Wir können sogar fahren so, wir haben das mal ausprobiert, dass man, wenn man ja in der Nacht das mal so zusätzlich sicher wollen würde, dass wir das könnten. Wenn wir das Auto irgendwo parken, dann lassen wir das meistens offen, so dass man von außen rein schauen kann, dass das mit einer zusätzlichen Kette gesichert ist. Natürlich könnte man die durchschneiden und so, aber wir gehen einfach davon aus, dass ein Einbrecher dann halt eher von unserem Auto weglässt, weil es halt zu anstrengend und zu mühsam ist. Und wir haben das ganz einfach gelöst. Wir haben einfach zwei dicke Schlösser da und eine Kette. Es ist noch nicht ganz zu Ende gedacht, weil es zerkratzt uns auf der anderen Seite da die Armaturen, aber ich muss mal gucken, ob ich da irgendwie so ein bisschen Stoff oder so drumherum nähen kann. Dann ist diese Kette hier auch geschützt. Und wenn ich gleich da vorne beim Fahrersitz bin, da unten, ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen dunkel, aber ganz da unten, auf diese eine Schraube kommt nachher dieser Schutz für diese OBD-Sperre. Und dann kann da ebenfalls nicht mehr das Auto so einfach kurz geschlossen werden. So, was man nicht sieht, ist, wir haben bei allen Schlössern, die wir haben, Quickstop-Platten montiert unterhalb der Türarmaturen. Das ist ja ein bekanntes leichtes Einbruchsproblem der Ducato, Peugeot, Citroën-Serie, dass man unterhalb des Schlosses, wo man im Notfall auch mal die Tür aufschließen könnte, mit dem Schraubenzieher rein kann und dann das Gestänge biegen und dann ist das Schloss offen. Da gibt es so Schutzplatten, die haben wir montiert bei allen Türen, wo ein Schloss ist. Und damit kann man auf jeden Fall dieses eine Ding nicht mehr so einfach aufbrechen. So, ganz, ganz neu und noch nicht montiert ist die Sicherung der Schiebetüre von innen, wenn wir im Van drin sind, weil wir einige Storys gehört haben von Leuten, die wirklich einfach überfallen worden sind. Wir können bisher eben alle Türen schließen oder verriegeln, dass man nicht von außen reinkommt, bis auf unsere Schiebetüre, wenn wir drin sind. Und dafür haben wir uns ganz neu ebenfalls bei Camper Protect diese Schiebetürverriegelung gekauft. Die habe ich auch noch nicht montiert. Das besteht aus einem Metallteil und so einem wunderschön gemachten Zugkette, damit die Tür nicht mehr geöffnet werden kann. So, und die Montage ist ganz, ganz einfach. Da kommt einfach diese Platte, passt genau auf diese beiden Schrauben unter diesem Gumminöppel, was auch immer das ist. Dann steht da unten diese Halterung vor und anschließend kann man nur noch hier beim Gurtstraffer ganz unten hängt man irgendwie das ein und klickt das dann so von vorne ein und dann ist diese Türe ebenfalls gegen ein Öffnen von außen gesichert. So, und wenn wir unser Fahrzeug mal verlassen, dann sichern wir einfach alle Türen gegen Einbruch und um die Schiebetüre hier noch super gut abzusichern, haben wir ganz einfach hier hinten ein 11 mm großes Loch reingebohrt und können das mittels eines Schlosses hier, ist einhändig ein bisschen schwierig. So, können wir das hier so zumachen. Ja, jeder Einbrecher sieht, der muss erst da irgendwie das aufbrechen, bevor er irgendwie die Schiebetüre, weil da geht echt nicht mehr auf. Hinten sieht das so aus. Ist relativ eine einfache Sache, funktioniert aber ganz gut. Zusätzlich haben wir bei allen Türen diese Quickstop-Kleber hingeklebt, damit die gleich wissen, hier kommst du nicht so einfach rein. So, ich habe es bereits montiert, Sache von 2 Minuten, alles mitgeliefert, alles passt, das hängt man da hinten ein. Somit ist die Türe jetzt auch von innen gesichert. Ist ein bisschen streng, aber ich glaube, diesen kleinen zusätzlichen Aufwand, den darf man machen. So, dann haben wir noch eine kleine Alarmanlage uns gekauft. Und zwar haben wir irgendwo im Internet mal gesehen von Bosch Spexor. Da ist so ein kleines Ei auf den Markt gekommen. Geht über WLAN und hat eine integrierte SIM-Karte mit drin. Ist im ersten Jahr kostenlos für ganz Europa. Im zweiten Jahr kostet, glaube ich, irgendwie so 1 Euro im Monat oder so. Und dazu gibt es eine App von Spexor. Heißt die, gibt es in verschiedenen Farben das Ding und schaut so aus,
Van Alarm heißt unser. Ist relativ einfach gemacht. Man kann ihn über die App steuern oder hier ganz unten sind so Tastenkombinationen. Dann piepst das Ding einmal, wird grün und jetzt hat man noch ungefähr 60 Sekunden Zeit, um den Van zu verlassen. Und anschließend macht er das alles selber. Also jetzt ist es so, dass der Alarm wirklich sehr, sehr schnell losgeht. Als wir auf große Tour waren, hatten wir mehr Fehlalarme als, eigentlich hatten wir mehr Fehlalarme. Es ging immer irgendwie los, ohne dass wir das wollten. Jetzt ist ein neues Software-Update aufgespielt worden und seither funktioniert es echt perfekt. Also Tür auf, Alarm geht los. Und vorhin war Tür auf, sich im Van bewegen und irgendwann ging dann der Alarm mal los. Also hier hat sich Bosch echt ins Zeug gelegt und haben das Ding wirklich verbessert. Zusätzlich, was ich cool finde an diesem Teil ist, es misst die Luftqualität, wie gute Luftqualität haben wir im Van und wir können noch zwei Temperaturalarme setzen. Einen für Untertemperatur und einen für enorme, also Hitze, ein Hitzealarm. Ich denke, das ist auf zwei Sachen super gut. Im Winter kann man das Ding hier stehen lassen, Batterielaufzeit ist ewig. So, die Minute ist um. Und unser Alarm, der alarmt, muss jetzt natürlich kurz eine Verbindung hier zum Telefon herstellen. Das kann ich so jetzt nicht so... Jetzt geht es hier auf dem Telefon auch noch los. Muss ich das wieder alles ausschalten. Piep, piep. So. Also du siehst, innerhalb von einer knappen Minute bin ich auf dem Handy alarmiert, dass in meinen Van eingebrochen wird. Jetzt geht's. Früher ging's nicht. Haben sie aber auch gesagt, es kann bis 15 Minuten dauern, bis sich die hin und her gefunkt haben, der Alarm und das Telefon. Nachher soll es schneller gehen. Wir waren nicht so zufrieden. Im ersten Halbjahr vom 2021 jetzt ist es echt perfekt. Was ich sagen wollte ist, Temperaturalarm gegen unten, wir haben das immer aufgestellt, wenn wir nicht im Van sind, dann können wir erstens nachschauen, wie ist die Temperatur und zweitens würden wir alarmiert werden in der Nacht, wenn das Wasser gefrieren würde, also sprich es wäre irgendwie ein Heizungsausfall oder so, weil wir unseren Van immer in Betrieb haben. Genau, und auf unserem Tablet haben wir das auch noch eingeschaltet und der kam jetzt ein paar Minuten später auch noch mit einem Alarm. Du siehst, bei uns ist Einbrechen echt schwierig. Und der Hitzealarm ist, denke ich, sicher super gut für alle, die Hunde im Van haben, weil man halt einfach benachrichtigt wird, wenn irgendwie mal ja, das ein bisschen zu warm wird, weil man die Temperaturen auch selber einstellen kann. Dann gibt es noch so Zusatzfunktionen wie Pollenbelastung kann man irgendwie messen. Es gibt noch etwas für Gas, allerdings nicht Narkosegase, sondern irgendwelche anderen Gase. Da wird aber ganz klar darauf hingewiesen, es ersetzt keinen Gasalarm. Das ist halt einfach irgendwo im Kombigerät drin nicht alles so möglich. Vielleicht wird man das in Zukunft noch ausschalten können. Also wir sind happy mit unserem Ei, es ist super einfach zu verstauen, wir haben sie immer im Schrank, es steht bei uns normalerweise auf dem Tisch, dann nimmt es alles wahr, auch wenn die Fenster offen sind und jemand draußen am Auto vorbeifährt, dann geht kein Alarm los, weil er irgendwie spürt, wo Scheiben sind und wo nicht. Wie das genau geht, weiß ich nicht, aber wir sind einfach glücklich, dass wir unseren Van so gut wie möglich gesichert haben, um auch mal eine Stadt zu erkunden, ohne immer ein schlechtes Gewissen zu haben, was ist sich mit dem Van, wird er eingebrochen oder nicht. Also so, bis jetzt Holz anfassen. Wir haben ja einen Eichentisch verbaut bei uns, darum kann man den gut anfassen. Ist noch nie was passiert und wir hoffen, dass das so bleibt und wünschen allen auch weiterhin einbruchfreie Reisen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Abo oder einen Daumen hoch, empfehle uns weiter und folge uns auch auf Instagram unter pat.n.sim. Bis demnächst.